Ja, Fürth Klinsch, neun Neuzugänge sind es am Ende geworden. Zwei wurden ja noch in dieser Woche präsentiert, Luka Lozic und Tugul Ewert. Wie fit sind die? Wie haben die sich eingefügt in die Mannschaft? Ja, wir dürfen nicht vergessen, Tudor hat ja noch eine Corona-Infektion hinter sich. Der trainiert jetzt die ganze Woche mit uns mit, macht eigentlich einen sehr vernünftigen Eindruck und hat auch vorher schon angefangen, in Oberhausen zu trainieren. Ich würde nicht sagen, dass er jetzt bei 100% ist, da fehlen auf jeden Fall etliche Prozentsätze noch. Aber Fakt ist, der hat sich super eingefunden, genauso wie auch Luca und auch die Neuen zuvor. Ich spüre schon ein sehr gutes Team-Spirit und bin sehr glücklich darüber und hoffe, dass da eine Eigendynamik entsteht, wo die Mannschaft auch noch gieriger wird, noch williger wird und wir so schnell wie möglich so viele Punkte wie möglich holen, dass wir dann auch den Klassenerhalt sichern. Böse Zungen behaupten, dass ihr durch den geplatzten Seaton-Transfer im Sturm nicht ausreichend aufgestellt seid. Was entgegnest du dem? Ich meine, es ist natürlich sehr schade, dass Yannick operiert werden muss, dass wir da einen längeren Ausfall zu befürchten haben. Fakt ist, Bori macht es momentan sehr gut. Wir haben die noch in unseren Reihen. Wir haben Ergin Yildiz nicht ohne Grund geholt. Wenn er jetzt noch nach einer gewissen Zeit das Spieltempo annimmt und auch das ein oder andere taktisch besser umsetzt, ist er auf jeden Fall eine sehr ernstzunehmende Alternative, der auch Druck machen wird, weil er einen brutalen Abschluss hat, links wie rechts. Von der Seite, wir haben Hamdi Damani, der das auch spielen kann. Und vor allem, wenn wir dann mit einem Zehner und einer Spitze spielen, haben wir da schon Optionen. Wir hoffen, dass Mergim so schnell wie möglich wieder dazukommt. Das heißt, wir sind da auch, was System und Ausrichtung angeht, schon gut besetzt und sind nicht abhängig jetzt von Michael Zite. Trotz alledem ist es sehr schade, ne? Das steht außer Frage. Zwei Spielerplagen gab es jetzt. Wie seid ihr damit umgegangen? Ihr habt jetzt 3-0 gewonnen gegen Lippstadt. Das hat Schwung gegeben. Ist jetzt wieder raus oder wie habt ihr das im Training auch verarbeitet dann? Ja, es darf nicht raus sein. Das ist das Letzte, was wir jetzt brauchen. Wir haben versucht, den Tonus hochzuhalten. Ich merke das bei jeder Trainingseinheit. Und wir haben das natürlich sinnvoll genutzt, versucht auch nochmal konditionell nachzulegen, auch natürlich im Zusammenspiel in der Konstellation einige taktische Dinge zu erarbeiten. Das heißt, man kann nicht sagen, dass uns das nicht entgegenkommen ist, aber wir wären lieber im Rhythmus geblieben. Das steht außer Frage. Ja, jetzt kommt der KFC Uerdingen an den Tivoli. Was ist das für eine Mannschaft? Die haben jetzt durch den nicht vorhandenen Punktabzug vielleicht sogar noch ein bisschen Auftrieb bekommen. Ja, was ist das für ein Team? Was erwartet da euch? Ja, sagst du schon vollkommen richtig. Ich meine, es ist immer eine erfreuliche Nachricht, wenn man hört, dass die 9 Punkte doch nicht abgezogen werden. Dann Insolvenz ist vorbei und man versucht das sehr positiv und optimistisch auch nach außen hin zu kommunizieren. Und dementsprechend kann das auch einen Schub geben. Man glaubt auch selber an den Klassenerhalt, das steht außer Frage. Man hat auch gegen Köln nicht aufgegeben nach einem 2-0-Rückstand, ist zurückgekommen. Wir sind da gewarnt. Wir dürfen, egal wie das Ergebnis ist, nicht denken, dass das so im Vorbeigehen passiert alles. Eine Mannschaft, die gut organisiert ist, das heißt, die defensiv sehr konsequent und sehr taktisch diszipliniert agiert. Die haben in den Systemen auch im Laufe des Spiels gegen Köln variiert. Wir haben gegen Wiedenbrück das Spiel auch analysiert, wo sie, glaube ich, 4-0 hinten lagen und bis zum Schluss da nochmal alles Erdenkliche getan haben, um noch ein Tor zu schießen. Das heißt, wir sind gewarnt und müssen genauso diese Intensität ins Spiel bringen wie jetzt gegen Lippstadt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir mehr Ballbesitz haben werden, dass wir das annehmen, dass wir Bock drauf haben, den Gegner zu bespielen, dass wir die Räume, die der Gegner hergibt, auch gut bespielen und versuchen natürlich hinter die letzte Reihe zu kommen und Abschlüsse zu kreieren. Ja. Und bei diesem Vorhaben werden euch wahrscheinlich wieder mehr Fans unterstützen können am Tivoli. Das gibt euch bestimmt auch nochmal einen ordentlichen Auftrieb, oder? Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass wir auch genauso 10.000 zugelassen bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel letzten Endes. Aber Fakt ist klar, wir freuen uns und hoffen, dass wir die Stimmung auf die Ränge übertragen können und unsere Fans im Rücken spüren. Das ist wichtig, auch Geduld haben. Geduld haben, das könnte ein Geduldsspiel werden nochmal. Und wir idealerweise natürlich als Sieger vom Platz gehen, was nicht einfach sein wird. Aber wir sind optimistisch und wenn wir das umsetzen, was wir in der letzten Woche und auch in den Trainingstagen gezeigt haben, das wird funktionieren. Ja, Lukas Wilton, neun Neuzugänge sind es am Ende geworden. Inwiefern verändern die Stimmung im Team, die Dynamik? Ja, jeder Spieler hat so seine eigene Dynamik und das bringt natürlich auch eine neue Stimmung in die Mannschaft, in die Kabine. Hilft natürlich, die haben natürlich auch ihre eigenen Ideen und tut uns auf jeden Fall gut. Das letzte Spiel ist jetzt schon ein bisschen her, das 3-0 gegen Lippstadt. Zwei Spiele wurden abgesagt. Ist der Schwung jetzt wieder so ein bisschen raus oder sagst du, das ist unsere Verfassung, bringt uns das nicht aus dem Tritt? Nein, ich denke nicht. Ich glaube, wir haben genug erfahrene Spieler, auch
wir es einschätzen können und auch die Trainingsqualität immer hochhalten können. Und das ist wichtig, dass wir das immer weitermachen, damit wir immer gut vorbereitet sind auf die Spiele jetzt, egal wie lange jetzt erst die Pause war. Aber ich denke, das haben wir in den letzten 2 Wochen sehr gut hinbekommen im Training. Ja. Beim 3-0 gegen Lippstadt habt ihr kein Gegentor gefangen. Wie beurteilst du eure Arbeit in der Viererkette, du auch als Innenverteidiger gespielt? Ja, das ist ja nicht nur die Arbeit der Viererkette oder uns Innenverteidigern, dass wir zu Null gespielt haben. Ich denke, das ganze Team hat da einen richtig guten Job gemacht. Ja, dass wir dann zu Null spielen, ist natürlich sehr schön. Auch für die Abwehr, aber im Endeffekt kann sich da jeder so ein bisschen auch auf die Schulter klopfen für das Spiel, dass wir zu Null gespielt haben und so muss es natürlich auch weitergehen. Jetzt kommt der KFC Uerdingen an den Tivoli. Wie sind die drauf? Was erwartet ihr für ein Spiel? Ja, es ist kein leichtes Spiel. Es ist wieder ein sehr wichtiges Spiel für uns und man darf sich auf jeden Fall nicht unterschätzen. Ja? Man hat das gesehen gegen Köln, lagen 2-0 hinten, haben dann noch den Ausgleich geschossen. Da müssen wir sehr, sehr gut aufpassen und ja, zu 100% wach sein an dem Tag. Idealerweise kommen auch wieder mehr Zuschauer ins Stadion. Inwiefern könnt ihr euch schon mal so einen entscheidenden Kick geben auf dem Weg auf den KFC zum Sieg? Ja, natürlich einen großen Kick. Ja. Man hat schon gesehen bei den 750, als wir hier 3-0 gewonnen haben. Noch mehr Zuschauer da sind. Ich denke, das kann uns noch mal einen weiteren Schritt nach vorne bringen. Und darauf freut sich, glaube ich, jeder Einzelne von uns.